So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Spiel, was ihr noch nicht seht. I Wanna Maker. Gehen einfach weiter in der Liste der zuletzt veröffentlichten Spiele von meiner Follower-Liste. Und na, ich weiß, Weekly Mix ist auch schon wieder. Natürlich ist es ständig ein Weekly Mix draus, also keine Ahnung, wie viel ich da schon wieder. Man kann gar nicht alles spielen. Also man kann halt wirklich nicht alles spielen und darauf muss ich mich, glaube ich, fokussieren. Ich kann immer gucken, so was die neuesten sind, die spiele ich dann sofort. Das haben wir versucht. Habe ich mir den schon mal angeschaut? Nee, ich glaube, Echo Masks Tower haben wir noch nicht angeschaut. Da werde ich hundertprozentig bei vier Stacheln bin ich sicherlich raus. Ziemlich sicher bin ich da raus. Aber vielleicht kommen wir ein Stück weit. Vielleicht ist es ja ganz lustig. Nur 3 Minuten 6 ist crazy. Kann natürlich sein, dass es da ganz viele Checkpoints gibt und so weiter, aber ich glaube, wir werden hier große Probleme haben. So, wo bin ich denn überhaupt? Erstmal, wo bin ich denn? Lauf mal los. Ach, da. Da unten. Okay. Warum ist es so klein? Es soll wahrscheinlich einfach klein sein. Hier ist noch nicht offen, aber ich weiß auch gar nicht, was ich da draußen wollen würde. Darf ich wieder zurück? Okay, ich darf auch nicht wieder zurück. Die sind noch nicht da, die kommen noch. Okay, ich muss vermutlich hier drauf, dann hier drauf, hier und dann zurück. Aber ja, jetzt ist natürlich Kacke. Nee, ich muss dann da hoch, oder was? Nee, hier komme ich ja gar nicht. Mich so auf den drauf? Weil ich. Also, wenn ich hier bin, komme ich nicht mehr weg. Aber bevor ich den Schalter drücke, läuft der Typ da oben nicht raus. Nicht. Sehe ich irgendwas nicht? Was passiert noch außerdem? Da hinten fängt das Ding an zu drehen, aber es gehen auch nirgendwo jetzt irgendwie die Bären. Also, wenn diese Bären da weggehen würden, ne? Da, wo der Schalter ist, die da, wenn die weggehen würden, okay, aber ich komme doch da gar nicht mehr hoch. Ich kann da doch nur hier runter und dann ist vorbei. Und ich. Ich komme auch nicht mit einem Vogel darüber, weil dann komme ich nicht mehr zurück. Ich habe ja nur. Ach so, man sammelt die. Ah, man sammelt die Sprünge. Dann hat man sozusagen einen. Jetzt hatte ich keinen mehr. Wie habe ich denn. Ah, nee, oder? Muss es nochmal probieren. Habe ich dann noch zwei Sprünge übrig? Ja, Tatsache. Okay, ja, dann hat sich das Problem schon geklärt. Dann komme ich da hoch. Nee.
Bin ja gespannt, ob wir den, ob wir zumindest den ersten Raum schaffen. Das wäre ja schon mal was. Das wird ein Part. Das wird. Wow. Ja, in etwa so. Ja, und. Ah, okay. Doch, ich weiß, was ich tun. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich da oben weiterkommen könnte. Wenn der dann. Also, wenn. Also, ich komme. Also. Aber wenn der jetzt kommt, dann gehe ich hier runter und dann gehe ich wieder. Ja, genau so. Dann gehe ich ganz schnell hinterher, drück den Schalter und habe keine Ahnung, was dann alles passieren wird. Oh, yikes. Ich hab ein ganz dummes Gefühl mit der Geschichte hier. Passt. Ah! Nee. Wenn wir zumindest mal die erste Ebene schaffen. Oh mein Gott. Vor allem, ich krieg keinen Checkpoint mehr. Also, bis wir diese erste Ebene nicht geschafft haben, kriege ich keinen Checkpoint, ne? Das wird so ablaufen. Ich drücke hier drauf, wahrscheinlich dreht sich das dann oder so, keine Ahnung. Dann muss ich die Münze so holen, dass ich hier unten lande. Dann gehen ja die ganzen Sachen auf, die jetzt sozusagen noch zu sind. Dann wird aber Folgendes passieren. Dadurch, dass ich das hier auslöse, werden hier die Früchte auftauchen. Und ich kann die Münze, die ich eingesammelt habe, nicht hier unten speichern. So. Das heißt, ich muss dann von hier, dann gehen wahrscheinlich die Früchte weg, da drauf landen, dann gehe ich hier runter. Was das jetzt auslöst, weiß ich nicht. Das wird sich noch zeigen. Dann muss ich da einmal rum und kann vielleicht wieder hier drauf zurück. So, aber dann bin ich hier. Was jetzt da oben alles, wie ich da hochkommen soll, ist mir bisher ein Rätsel, aber vielleicht wird da dieser Schalter irgendwas dann erklären. Aber das müssen wir jetzt erstmal alles am Stück schaffen. Okay, es hat sich überhaupt nicht ge... Was hat der jetzt ausge... Was hat der Schalter jetzt gemacht? What? Was hat der Schalter jetzt getan? Der hat doch... Hä? Ich habe gar keine Veränderung mitbekommen. Doch nur eine Ebene schaffen. Ich bin doch schon froh, wenn wir eine Ebene schaffen. Oh Mann. Aber wir haben schon wieder was gelernt. Man kann also solche Vogelsprünge stacken und hat dann mehr solche Vögelsprünge sozusagen im Repertoire. Interessante Geschichte auf jeden Fall. Was hat jetzt... Soll ich denn da die Münze holen und dann noch da unten rechtzeitig? Ah, ich habe eine Idee. Wahrscheinlich muss ich erst... Oh no. Ich muss erst den Schalter auslösen, den orangenen. Ich muss erst da unten wahrscheinlich landen. Da.
Ich sehe halt nicht, was der auslöst. Der verändert doch gar nichts. Oder hat er irgendwo eine Stachel rausgenommen oder so? Was hat er jetzt getan? Was hat er getan? Was macht dieser Schalter? Ich sehe es nicht. Sieht man vielleicht auch einfach noch gar nicht, was der tut? Aber wie geht's dann weiter? Komme ich von da oben wirklich so lang, dass ich die Münze einsammeln kann und dann... Oder löst das Einsammeln der Münze vielleicht auch nochmal was aus? Das könnte natürlich auch sein. Man muss alles ausprobieren jetzt. Ich muss jetzt ausprobieren. Ich habe keine andere Möglichkeit. Ich muss jetzt erstmal versuchen, die Münze einzusammeln und gucken, ob das irgendwas tut. Der Schalter hat nichts verändert. Ich habe zumindest nichts wahrgenommen. Wie soll ich die überhaupt einsammeln können? Löst der Schalter da unten vielleicht was aus? Ist jetzt das Tor offen? Nee. Ist nichts anders. Ich komme auch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie an die Münze rankommen ist. Komm ich? Ich muss jetzt einmal probieren, da einfach runterzulaufen. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, aber ich muss jetzt verschiedene Sachen ausprobieren. Wenn ich immer wieder das Gleiche mache, komme ich nicht weiter, also muss ich variieren. Ich muss ausprobieren und gucken, was verschiedene Dinge tun. Natürlich riskiere ich damit mehrere Tode, aber so, wenn ich es nicht ausprobiere, weiß ich nicht, ob es nicht funktioniert. Hä? Ich komme wieder an die Münze. Ich habe von da oben keine Ahnung, wie ich da runterkomme. Also die Durchführung ist mir ein Rätsel. Ein komplettes Rätsel. Ich habe ja nur zwei Sprünge. So, es wird ja nicht. Hier runterlaufen funktioniert nicht. Ich muss auf jeden Fall hier schon auf irgendeine Art und Weise den Sprung ansetzen. Ich kann weder von hier darüber ziehen, noch bis darüber. Das geht nicht. Ich schaff's ja nicht mal, hier so runterzugehen, dass diese Münze eingesammelt wird.
Und was würde, also... Was soll es bringen, die Münze jetzt einzusammeln? Vielleicht mit einem ganz beherzten kleinen Sprung, dass ich bis zur Münze reinkomme. Aber dann, wie gesagt, dann ist es ja vorbei. Mehr kann ich ja nicht tun. Oder löst der Schalter irgendwas aus, was ich einfach noch nicht wahrgenommen habe? Oder muss ich hier warten und mehrmals dem ausweichen und dann kommt irgendwann hier, taucht irgendwas auf? Irgendwas verändert sich? Offenbar ja nicht. Ich... Ich war noch nie so ahnungslos wie in diesem Level. Das ist jetzt ja nicht mal... ...eine schwierige Stelle im Sinne von, ich krieg die Stelle nicht hin, weiß aber, wie sie geht. Ich weiß nicht, wie sie geht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich komme weder an die Münze ran, noch komme ich da runter. Also Echo, ich wäre super interessiert zu wissen, wie ich hier zumindest ein Stückchen... Das ist die erste Ebene von dem Level. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles kommt. Aber wie ich zumindest hier... Also was ich hier falsch verstehe. Ich meine, habe ich... Fehlt mir irgendeine... Also, fehlt mir Wissen, sodass ich nicht weiterkomme, oder bin ich einfach nur doof gerade? Ich habe keine... Ich sehe nicht, wie ich hier weiterkommen kann. Ich komme da nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da unten rumziehen kann, sodass... Ich wüsste es nicht. Ganz schwierig. Ja, cool. Ja, vielleicht mache ich auch irgendwas in der Reihenfolge völlig falsch. Vielleicht soll ich auch wieder hier zurück, aber ich wüsste dann nicht, wohin. Gibt leider für mich auch keinen Sinn. Und dass halt der Schalter nichts auslöst, das irritiert mich doch am meisten. Wozu drücke ich den überhaupt? I don't know. Ich könnte jetzt hier dreimal, fünfmal, tausendmal den gleichen Ablauf spielen. Ich weiß nicht, wie ich da runterkomme. Da wäre ich über einen Hinweis sehr dankbar. Dass wir uns das Level gerne mal weiter angucken können. Kommt auf jeden Fall in meine... Play... Ach, das ist schon drin. Okay. Auch gut. So, gut, dann gehen wir weiter runter. Die haben wir alle schon gespielt. Bad Final Jump featuring Velovas. Sieht jetzt halt auch nicht gerade... Gimmicks and Tricks Bikes and. Sieht jetzt halt auch nicht gerade einfach aus, aber... Oh, okay. Man kann es aber in 5 Sekunden schaffen. Das heißt, wir können mal reingucken. Wie kann man das denn in 5 Sekunden... Okay. Hier ist ein Save. Ah, das klaut mir ja meine Sprünge. Ah, ich sehe. Ich sehe, wo ich hin kann. Ich verstehe jetzt nur noch nicht, warum da...
Ah, da komme ich nicht rum. Da komme ich nicht rum. Ich wollte hier unten landen, aber da komme ich, komme hier nicht rum. Ich glaube, nein, ich glaube nicht, dass man da rumkommt. Wie hat das jemand in 5 Sekunden geschafft? Der muss ja irgendeinen Trick rausgefunden haben. Wo soll überhaupt das Ziel sein? Kann man vielleicht die Vögel auslösen, ohne den Stern auszulösen? Dann könnte ich es mir vorstellen. Ah, wait, da ist eine Lücke. Hier ist eine Lücke. Was nützt mir die Lücke? Kann ich in dieses Blaue? Ist das Wasser? Kann ich da drin landen? Oh, kann ich. Dann kann ich zu dem gelben Schalter, was immer der dann tut. Hier vielleicht ist... Oh, wo ist das Ziel? Also hier soll man scheinbar runter. Hier ist das Ziel. Hier hat es einer innerhalb von 5 Sekunden hingeschafft. Welchen Weg ist der denn gegangen? Ich sehe am Rand was. Hier geht ein hier geht eine Beere runter. Die löst hier irgendwas aus, oder? Wenn ich jetzt hier in dem Wasser warte, habe ich deswegen hier 3 Vögel, damit dieses Zeitlimit. Dann geht die nächste Beere los, aber es verändert nichts. Okay. Achso, ich habe ja keinen Sprung mehr. Ich verliere durch den Stern ja meinen Sprung. Also ich kann eigentlich nur aus dem, in dem Wasser so rumgleiten, aber ich komme ja gar nicht. Yo. Wie mache ich denn da unten weiter? Wait, jetzt hatte ich wieder einen Sprung. Wo kam der her? Von dem Vogel? Oder war das... Hä? Okay, schaffe ich es vielleicht auf die Plattform hier zu kommen? Ist das vielleicht möglich? Ach, komm schon. So nicht. Ich löse auch den Stern, also ich kann, glaube ich, nicht an dem Stern vorbei. Ich wüsste gerne, was passiert, wenn der, wenn die Frucht den roten Punkt erreicht und leider überleben wir nicht mal so lange, um das zu sehen, was ein Problem darstellt. Ah, man kann sich da drin halten. Oh mein Gott, man kann sich da drin halten. Oh Junge. Aber selbst wenn derjenige es geschafft hat, hier zu landen, mit einem Sprung komme ich doch nicht bis hier durch. Wie hat er das denn in 5 Sekunden? Jorini, was bist du denn für ein Vogel?
Ah, wir sehen es immer noch nicht, was es tut. Weil ich vorher gesettet werde. Jetzt hat es die Bären wieder ausgelöst. Das war's. Oh Gott, das war's aber. Also der macht einfach nur wieder zu. Das darf er wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss da oben offen bleiben, dass ich dann nachher wieder durchkomme. Jo, das ist dann wie so ein Timer. Aber das hat ja der 5-Sekunden-Guy, das hat ihn ja überhaupt nicht gejuckt. Also der 5-Sekunden-Guy war ja so... I don't care. Der hat irgendeinen ganz anderen Weg genommen. Warum ich hier irgendwie... Hat er es geschafft, wirklich da so einen guten Vogel zu erwischen? Dass der da rumgekommen ist? Like, irgendwie so... Und das noch viel, viel, viel besser, noch viel mehr an der Ecke. Aber es geht doch nicht. Ich würde das Level jetzt so gerne schaffen, einfach um den Weltrekord zu sehen. Das Doofe ist ja, du musst das Level ja schaffen, um da zu sehen, was los ist. Der muss durchs Wasser sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass der durchs Wasser ist. Eine andere Option sehe ich nicht. Und dass er irgendwie vom Wasser aus... Also das Wasser fände ich noch am logisch, dass er es irgendwie geschafft hat, von da so Schwung zu bekommen, dass er drüben gelandet ist. Aber das ist insane. Oh, wait. Resette mal komplett. Wenn ich nicht speichere... Wo ist überhaupt ein Speicherpunkt? Ändert doch gar nichts. Jo, so ein Sprung wieder nach oben, ne? Und sowas so ansetzen, dass man da drüben landet. Das wäre der Way, den ich versuchen würde, gerne. Ja, jetzt nicht so hoch. Jetzt nicht so hoch. Also den gedachten Weg kann ich unmöglich spielen. Das sind ja Level, Echo. Du bist ja Wahnsinn, was du... Also vor allem, wenn du sowas schaffst, halt auch selber, ne? Das ist ja übelst beeindruckend. Nein! Ach ja, ich sehe jetzt auch, der normale Weg ist ja wahrscheinlich der. Also wie gesagt, du springst hier drauf, löst das Ding aus, springst mit dem zweiten hier rüber, gehst hier runter, löst den Schalter hier aus, löst den Schalter hier aus. Dann hast du hier so dieses Schwebeding, ne? Hier ist ja diese Plattform, die dich so nach oben drückt wieder. Das heißt, du musst so rum und dann hier wirst du wieder hochgedrückt. Machst den finalen Sprung praktisch über den Vogel. In der Hoffnung, dass es alles zeitlich noch abläuft, dass die hier noch offen sind, der Weg. Seit du den Schalter gedrückt hast, sind die Bären hier weggegangen. Die sind sowieso ganz kurz nur weg. Sieht man hier. So. Also du hast den Schalter, dann sind die Bären hier weg, dann kommst du hier runter, du fällst also hier durch. Holst dir hier deinen Doppelsprung wieder. Und hier drauf müsste dann erstmal Ruhe sein. Ich glaube, hier drauf kann man erstmal stehen. Könnte ich mir vorstellen. Sonst weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ja, und dann muss man halt noch hier durchkommen. Das ist das... Das sehe ich ja jetzt erst. Ich habe gesagt, man muss da runter, ja. Aber man muss durch diese Verrückten hier durch. Kann man das irgendwie auslösen, dass der die kaputt macht oder so? Ist das vielleicht, hilft das hier irgendwas, wenn man da den Ball losschickt? Das ist ja noch mehr insane, hier durchzukommen. Ich würde so gern den Weltrekord sehen, was der getan hat. Ich komme da nicht rüber.
Und der muss doch trotzdem dann mit einem einfachen Sprung es geschafft haben, über diese Stacheln zu kommen. Allein, wow, das war gar nicht so verkehrt. Alleine das ist doch schon ziemlich insane. Ah, cool. Aber das sieht halt auch eher machbar aus, es irgendwann hinzukriegen, als den richtigen Weg zu gehen. Das ist so blödes Kind. Das würde ich gerne schaffen. Aber es ist nichts. Es ist nichts, was ich jetzt im Video hier länger versuchen werde. Weil, nee. Also das waren zwei Echo-Level, die großartig aussehen, aber ist mein Skill absolut nicht machbar, nicht dafür gemacht. Keine Chance. Keine Chance. Auch die Variante. Selbst die Variante, da sind so viele, das ist mir zu schwierig. Der hat ja auch nicht grundlos so viele Stacheln, ne? Oh, gar nicht nochmal extra springen. Vielleicht läuft es ein bisschen besser dann. Aber ich muss mich kurz nach drüben drehen. Um diesen... Boah! Es ist insane! Dadurch, dass ich da... Also ich komme... Oh, wait a moment. Ich kann ja den gelben auch auf dem Rückweg erst drücken. Das passt nämlich so viel besser. Den habe ich gut getroffen, den anderen leider nicht. Wow, das war nice. Ich habe die Stelle da unten völlig falsch verstanden. Oh mein Gott. Wir stehen wieder hier. Ich muss über die Stachel kommen. Pff, Gott. So, und jetzt weiß ich nicht, wie ich da runterkomme. Ob ich mit dem Ball irgendwas an... Ach, das Ding ist nur ein Bild. Also muss ich jetzt wirklich durch die Dinger da durchkommen? Willst du mich komplett natzen? Ich meine, hier komme ich wieder hin. Das war jetzt gar nicht so schlimm. Wenn man verstanden hat, wie es geht, war es gar nicht so schlimm. Ich komme doch da niemals durch. Oh,
wann soll ich da durch? Ich wüsste nicht, wie ich da durch... Ich hab keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. Aber es ist ja auch der Bad Final Jump, ne? Ist ja der Bad Final Jump. Ich weiß nicht, was ich... Okay, aber jetzt weiß ich, dass der Ball, also dass dieses Ding, dass das nichts tut. Vielleicht kann ich mit dem Ball ja irgendwas, ich weiß nicht, vielleicht kann man mit dem Ball ja irgendwas machen. Zumindest so dahin komme ich jetzt wieder, das haut hin. Also ich habe die Stelle völlig falsch gelesen und genauso gehe ich davon aus, dass ich in dem Tower irgendwas völlig falsch lese. Ne? Das ist das Ding. Aber in dem Tower, ich weiß zum Beispiel nicht, was dieser Schalter tut. Der Schalter hat bisher bei mir nichts getan. Nichts! Nein! Ich hab ihn doch getroffen. Nein! Ach, komm schon. Ich will wieder dahin. Ich will wieder zum Bad Jump. Ah! Oh. Ah, das darf ich nicht. Ich muss den später drücken. Sonst ist die Zeit zu knapp. Nein! Vogel verpasst. Oh, ich hab den gelben Linker getroffen. Stimmt. Nein! Na, ich habe den gelben getroffen, den orangen nicht. Nee. Ach, komm schon. Sieht gut aus. Kein Scheiß jetzt? Okay. Jetzt würde ich gerne eine Sache wissen. Ich gehe davon aus, dass dieser... Ich meine, ich werde jetzt sterben vielleicht, aber ich probiere es aus. Der Typ, der die 5 Sekunden geschafft hat, der muss, wie gesagt, vom Wasser hier rüber sein. Das heißt, der muss mit einem Sprung hier rüber kommen. Ich will mal gucken, ob das ein einfacher Sprung ist oder ob das auch schwierig ist. Mit einem Sprung hier rüber. Ich weiß, ich habe einen Doppelsprung, ne? Aber den hat er ja sozusagen nicht gehabt. Ja, okay, wenn man dumm ist, der scheint aber machbar zu sein. Der scheint machbar zu sein. Ich bin jetzt halt so hoch gesprungen. Aber nicht schlimm, bin ich wieder hier. Heißt, man muss gar nicht so hoch springen. Ja, man kommt glaube ich, drüber. Man kommt, glaube ich, drüber mit einem einzelnen Sprung. Ich weiß gar nicht, warum ich es jetzt ausprobieren muss. Weil ich habe halt 2 Sprünge. So. Ich glaube, es geht. Also das scheint tatsächlich nicht der schwierigste Teil für die 5 Sekunden zu sein. Der 5-Sekunden-Teil, der schwierig ist, ist, glaube ich, hier drauf zu landen. Weil danach hast du ja so oder so diesen Sturz hier runter. Und den musst du halt... Ich weiß nicht, ob es einfach Glück ist, ob ich mich einfach runterstürzen soll. Weil der Ball hilft mir halt überhaupt nicht. Schade. Ich habe keine Ahnung. Yo, das war voll knapp. Ich werde es auf jeden Fall so lange spielen, bis ich da runterfalle. Ich sag's euch. Also das spielen wir jetzt zu Ende. Ich bin so happy, dass ich schon verstanden habe, wie es geht. Das spielen wir auf jeden Fall zu Ende.
Wenn ich irgendwie eine Lücke sehen würde, die gut ist. Wenn ich doch einfach der Ball sein könnte. Ah. Nein, oh ja, super. In die Stachel springen. Ich muss einfach ausprobieren. Ich muss ausprobieren. Wir werden es auf Trial and Error machen. Wir werden es auf Trial and Error machen. Ich werde öfter hinkommen. Und dann probieren wir halt einfach aus. Was soll's. Ach, komm schon. Nein! Nein! Ach Mann! Oh, es ist so. Aber ich werde nicht lange rum überlegen. Ich werde da nicht lange rumwurschteln. Ich werde einfach immer wieder springen und gucken, ob es irgendwie hinhaut. Ich werde da nicht lange rumwurschteln. Oh shit, ich hab den gelben nicht erwischt. Ach! Im ersten Stern ist natürlich das Dümmste, was man tun kann. Aber wir sind so weit gekommen, wir haben das Level komplett analysiert. Jetzt müssen wir nur noch den Sprung da hinten schaffen. Kann doch jetzt nicht. Nicht mehr das große Problem sein. Alles andere haben wir doch verstanden. Und ich will, dass der Ball irgendwas tut. Warum kann der Ball nichts? Ich bin sicher, der ist nur zum Spielen hier, aber irgendwie habe ich trotzdem Hoffnung, dass ich irgendwas mit dem Ball tun kann. Ich weiß es doch nicht. Nein! Aber es ist insane, wie gut so ein Level funktioniert, wenn man halt verstanden hat, was man tun muss. Ne? Vorher war das so, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich tun muss und das funktioniert nicht. Und wenn man dann einmal diesen Level-Code entschlüsselt, das ist so ein gutes Gefühl.
Das hätte ich gerne im Tower auch gehabt, aber im Tower habe ich nicht mehr im Ansatz eine Ahnung, wie ich da hinten vorankommen kann. Hier wäre übrigens ein Save Point natürlich eine nette Geschichte gewesen, aber wenn man hier einen Save Point hinsetzt, das ist ganz klar, dann springen die Leute so lange runter, bis es halt passt. So, was willst du tun? Das ist halt dann dumm. Toll. Insofern ist ganz klar, dass er hier keinen Save Point hinsetzen kann. Ach Mann, dass ich an dem oberen sterbe, das ist das Blödste, was ich... Herrschaftszeit. Lol, was war das jetzt für ein Quatsch? Hallo? Gut. Was ist eigentlich dieses... Elektro-Ding da, aber das ist, ich glaube, das ist einfach alles Deko. Ich habe halt immer noch die Hoffnung, dass es hier irgendwie einen Trick gibt, um runterzukommen, aber ich glaube, diesen Trick gibt es einfach nicht. Ich habe auch das Gefühl, mit Trial and Error komme ich nicht weit. Ach, Scheiße. Wir werden, glaube ich, trotzdem nicht das Finish von diesem Level sehen. Hasse es aber, ein Level aufzugeben. Hasse es, ein Level aufzugeben. Wenn man schon so weit gekommen ist. Hä? Sachen wahrscheinlich gesprungen. Die Beere war jedenfalls noch deaktiviert. Komm schon! God dang it! Jetzt noch einmal den Vogel verfehlen. Thank you.
kannst du nicht hassen. So. Wieder mal hier. Es sind einfach. Oh Mann, ich sehe halt nicht einen vernünftigen Weg dadurch. Ah, oh, dieser Sprung am Ende. Aber das ist ja das Level. Das ist ja das Levelkonzept. Ich dachte erst, das Levelkonzept ist so gedacht, okay, du hast einen Sprung und der ganze Level ist dieser komplette Sprung. Weil der Sprung ja bis hierhin eigentlich nicht aufhört, aber hier hast du ja nochmal einen Break. Und hier hast du ja nochmal einen Break und kannst chillen. Aber dann kommt halt das hier. Was eigentlich schlimm ist. Ich sehe nicht, wie ich da runterkomme. Ich sehe es nicht. Ich muss einfach Glück haben. Ich muss einfach. Also, mit Skill komme ich dann nicht runter. Ich muss einfach irgendwie Glück haben. Die Frage ist, habe ich in den nächsten 10 Minuten Glück oder wäre es eine Stundenfahrt? Also, spätestens bei einer Stunde höre ich auch auf. Auch wenn wir schon so weit gekommen sind, aber spätestens bei einer Stunde ist dann Schluss für mich. Ich wüsste nicht. Da gibt es ja auch da wieder einen Trick. So kann ja sein. Ist ja möglich. Ich will dabei sein. Alter. So insane. Ich sehe halt auch keine vernünftigen. Ich sehe keine vernünftigen Lücken. Britisch, yeah. Ja, irgendwie so. Stimmt, mit am Anfang. Ach! Gott, nee. Es ist nicht. Nee. Wir spielen, bis die Stunde voll ist, dann höre ich auf. Entweder ich schaff's, bis die Stunde voll ist, oder wir hören auf. Also, nee. Hab's probiert. Kann mir nicht sagen, ich wäre nicht eher geizig genug. Aber das ist schon wieder ein Stundenpart, den ich am Aufnehmen bin, anstatt dass ich jetzt zwei Parts haben könnte. Weil ich halt so ein Sturkopf bin und ach, jetzt hab ich den Gelb nicht erwischt. Und nicht aufhören kann. Ach, es ist schlimm. Es ist schlimm. Nein. Alter, aber jetzt bin ich zumindest mal bis zu dem mittleren Ding. Aber das nützt mir halt nichts. Ich habe ja kaum sinnvolle Möglichkeiten, da irgendwas zu tun.
Ich hoffe halt, ich komme in den nächsten 5 Minuten noch ein paar Mal hin, dass ich, dass ich zumindest noch ein bisschen durchprobieren kann. Aber E-Talk, sehe da eher wenig Hoffnung. Was uns halt der 5 Sekunden Rekord zeigt, ist, dass es möglich sein muss, ohne einen Doppelsprung zu haben. Also theoretisch kann man da durchfallen, ohne überhaupt nochmal in der Mitte irgendwie zu springen. Der hat es also wirklich geschafft, da durchzufallen. Wie auch immer. Ich würde den Rekord so gerne mal sehen, ne? Entweder der hat so lange gespielt, bis er wirklich das Glück hat, oder der sieht halt wirklich da dann einen vernünftigen Weg durch. Das ist schon krass. Ey, was tue ich denn? Was war denn jetzt meine Mission? War ich gedanklich aber völlig woanders. Runterlaufen, dann hat man wahrscheinlich noch diesen extra Sprung übrig. Das heißt, der könnte doch in der Mitte gesprungen sein, weil man runterlaufen kann. Wenn ich runterlaufe, falle ich dann einen Ticken langsamer? Also am Anfang zumindest ganz kurz, ist das vielleicht ein Vorteil, den ich ausprobieren sollte. Ja, also ich habe auf jeden Fall dann noch so einen Sprung übrig. Wenn ich einfach runterlaufe. Oh, es funktioniert aber auch nicht immer. Interessant. Nützt mir nur nichts. Eigentlich könnte ich den Part beenden. Ich weiß, dass ich es bis zu einer Stunde jetzt nicht schaffen werde. So ist es. Aber jetzt habe ich ja gesagt, ich mache die Stunde voll, dann mache ich die Stunde auch noch voll. Aber ich kann aufhören. Ich werde es nicht schaffen. Ich werde es leider nicht schaffen. Nicht möglich. Für mich. Ich würde an der Stelle dann noch die Frage interessieren, neben der Frage, was der Schalter im Tower macht, lieber Echo, ob, du wirklich eine Strategie für diese Stelle hast oder ob du auch dich da auf Glück immer runterstürzt, bis du es halt geschafft hast. Das würde mich noch interessieren. Die zwei Fragen, wenn du mir in den Kommentaren beantworten könntest, wäre fantastisch. Einmal, was der Schalter im Tower macht oder wie ich da weiterkomme überhaupt. Und einmal, ob es hier eine wirkliche Strategie gibt. Oder man es mehr wirklich auf Verdacht macht. Super. Wieder in die Stacheln gelaufen. Okay, einmal noch nach hinten kommen, einmal noch mal runterspringen und dann ist Schluss. Aber jetzt haben wir die Stunde voll. Aber ich will noch einmal nach hinten kommen. So, letzter Sprung. Letzter Sprungversuch. Es ist zu viel auf einmal. Ich komme nicht runter. Aber cooles Level. Absolut cooles Level. Puh. Nur wie gesagt, leider nicht möglich. Für mich. Wiggin' Seam! Wollte ich nicht. Das alles sehen. Ich krieg's nicht. Ich krieg es nicht. Schade. Gut. Alter, was ist das denn? Ah, das haben wir uns angeschaut. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich, dass wir uns... I remember.
I member. Nee, tschüss. Wieso gehe ich nochmal rein? Sorry. Ja. Ich würde fast sagen, ich würde lieber die nächsten Videos dann erstmal wieder einfachere Level spielen von euch. Wenn ich hier diese vier Sterne überall sehe, weiß ich halt, dass das wird so laufen wie jetzt. Ich würde dann lieber erstmal einfache Level spielen. Und ja, ne? Theoretisch wechselt sich ja dann Stück für Stück so ein bisschen durch. Mal kommt Erik, mal kommt Mask. Vielleicht hat auch jemand zwischendurch was gebaut von euch, dann könnt ihr mir gerne da auch Bescheid geben. Ja. Also auch jetzt von anderen, nicht nur von euch zwei. Okay. Aber ja, danke fürs Zuschauen an der Stelle erstmal und tschüss.